Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist spannend, denn wir sind immer noch mit unserer Kriegsflotte hier oben und man hört es an der Musik, die Stimmung ist ziemlich düster, denn es könnte jederzeit zu Krieg kommen und ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze noch verhindern werden. Aber was positiv ist, wir haben gerade endlich die erste Holzlieferung bekommen und das freut mich insofern dann, denn, nicht dann, sondern denn, jetzt können wir endlich hier diese Bücher da produzieren. Dazu brauchen wir mal eine Papiermühle. Und was braucht eine Papiermühle? Was braucht eine Papiermühle tatsächlich? Plus Grundstück erforderlich. Das heißt, die muss definitiv auf einem Grünstreifen sein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, Papiermühle. Zurückgekehrt. Oh, die muss da angeschlossen sein. Ja, das ist aber jetzt nicht nice, weil... Sie brauchen wahrscheinlich eine andere Art von Holz dafür. Vielleicht eine okay. Aus Ihrem Heimatland. Ich hoffe mal, dass wir das so verbinden können. Dass wir hier irgendwie dran vorbeikommen. Sie mir keine Wohnung errichtet werden, wenn sie beispielsweise eine Straßenverbindung bauen. Moment. Das geht gar nicht, oder wie? Sage ich ja, das geht. Schöne Brücke übrigens. Gut, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das noch irgendwie hier anschließen. Dem bestehenden. System hier. So, das Einzige, das wir jetzt noch machen müssen, ist hier auch noch irgendwie anschließen. Ja, ich weiß, die brauchen ein Lagerhaus, das kriegen sie schon. Das setzen wir ihnen da hin, dann fährt man das gleich auf. Aber jetzt brauchen wir noch einen Straßenanschluss. Den werden wir da wohl oder übel durch diese Wanser-Reiter durchschicken. So, jetzt müsste es angeschlossen sein. Nein, ich kann mich nicht einfach mit dem begnügen, was ich habe. Okay, die brauchen die Bäume. Das kriegen sie jetzt einmal, dann haben wir da schon einmal das hier. Lass mal die Zeit einmal schneller laufen. Was mit denen hier? Dauert das tatsächlich so lange, bis das Salz hier ankommt? Also ich finde das gerade echt faszinierend. Das stellen wir dann noch eine Salzerei auf, aber das geht sich gar nicht aus. Dann stellen wir die halt hier hin. Achso. Dann noch ein Lagerhaus. So. Müssen wir doch da bald genug Salz bekommen. Vor allem, wer braucht überhaupt alles Salz? Schauen wir mal. Wie sieht es da überhaupt aus mit den Produkten? Also wir haben von allem eigentlich ziemlich viel. Das passt. Die kriegen alles, was sie brauchen. Das sind wir eher nahezu voll. Brauchen tatsächlich nur mehr die Chroniken als Grundbedürfnis, um auch die Quest abschließen zu können. Was haben wir hier? Hast du Lust, mit mir die Schafe auf die Weide zu treiben? Beim nächsten Mal vielleicht. Wirklich. So. Was brauchen wir denn noch für die Bücher? Indigo.
ich jetzt hier und hier eine Indigo-Farm aufbaue. Und hier zum Beispiel das... Wie kriege ich das am besten hin? Ich kriege das gar nicht hin. Ich müsste das tatsächlich eins wegsetzen. Komme ich gar nicht vorbei. Warte mal. Ja. Jetzt klappt's. So. Das geht, dann nehmen wir es gleich wieder weg. Wenn wir zuerst hier die Fläche da vollpflanzen. Schiff vom Stapel gelaufen. Das nächste Kühlschiff ist fertig. Ein Lagerhaus brauchen wir noch. Die Fruchtbarkeit. Oh, da gibt's das gar nicht. Oh, ich brauche. Oh. Ah. Okay. Okay. Noch keine Panik. Panik erst ein bisschen später. Okay, wir haben hier also gar keinen Indigo. Gibt es irgendein Item, was uns eine Indigo-Fruchtbarkeit besorgt? Der sowas. Ziegenfarmen, Sangerfarmen. Weidenexpertin produziert zusätzlich Ziegenmilch bei jedem vierten. Die könnte man sich eigentlich kaufen. Hm? Bauen wir sich da mal das Kriegsschiff aus. Einmal danach vor. Sonderbare neue Mitbringsel von ihren Reisen? Okay, ich nehme ich einmal. Nein, ich habe sie verwürfelt. Oh, beeinflusst Kloster braucht kein Mensch. Was haben wir hier? Beeinflusst Keramikwerkstatt und Pfeifenmacherei brauchen wir nicht. Oh, ein besseres Wurzeln. Das müssen wir mitnehmen. Vergessene Stämme. Inkerei brauchen wir nicht. Fennec, große Wüste. Nehmen wir auch gleich mit. Ich glaube, ich brauche ein Einkaufsschiff. Ja, ihr drei gleich mal. Kommt mal darüber. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Trockenhaus. Brauchen wir nicht. Okay. Schatzsuche. Nicht Mückennetz und Pflanzenfarmen. Aber kein Setteil. Beeinflusst Buchmalereien. Das brauchen wir. Weil ich glaube, das sind dann Buchmalereien. Gehen wir da mal rüber mit euch. Schauen wir mal, was wir da noch kaufen können. Beeinflusst alle embesianischen Nutzpflanzenfarmen. Nehmen wir auch, was haben wir hier? Vergessene Stämme nehmen wir auch. Nächstes Schiff. Alle Wohnhäuser. Falle, Beeinflusszuchtbecken brauchen wir nicht, weil jetzt importieren wir. Pflanzenfarmen brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Sicherungsbericht, Schatzsuche, Schatzsuche. Ganz viele Tiere.
Zusätzlich Zufriedenheit. Heilige Buch. Sicherheitsanwalt. Vergessene Stämme müssen wir mitnehmen. Angriffspakt, Diplomatie. Geht nicht. Riskiere nichts und du riskierst alles. Ich kann dich nicht hören. Keine Sorge, ich nehm's dir nicht krumm. Und jetzt ab mit dir. Haben wir schon. Hier Schleuse, Bewässerungskapazität plus 20. Ja, nehmen wir das einmal mit, sicherheitshalber. Warum der Könige? Ich glaube, das haben wir schon. Tierfigur, vergessene Stämme brauchen wir auf jeden Fall noch. Sanga Farm. Weniger Mut haben wir nicht, brauchen wir nicht. Hibiskus Indigo. Indigo ist wichtig. Keramik, Pfeifenmacherei, Teppichknüpferei. Die Keramik, der Brandgefahr ist nicht so mehr. Sagen wir, fahren brauchen wir nicht. Erbstück des Goldenen Reichs, das nehmen wir gleich mit. Nächstes Schiff. Teewürzerei. Statt Hibiskus verarbeitet Leinsamen brauchen wir nicht. Nein, Allianz kannst du kräuten. Zusatzeinkommen brauchen wir nicht. Mückennetz brauchen wir nicht. Feuerwachen. Vergessene Stämme. Ja. Saline und Zuchtbecken. Kaufen wir auch noch. Mehr. Oh. Alle Wohnhäuser und Anwohner gehen nicht zusätzlich. Die Wandteppiche. Was haben wir hier? Weniger Trockenfleisch und weniger Wandteppiche? Das nehmen wir doch gerne. Oh. Götter des Deltas. Das ist jetzt diese Ziegenmilch-Lady. Und die holen wir sich jetzt extra noch. So. So, da ist wieder diese Ziegenmilch-Lady. Sie hat uns fast wieder verwürfelt. Handeln. Fertig. Und ihr fahrt jetzt da mal auf die andere Seite rüber. Wir verwenden da jetzt die Items. Müssen wir hin. Genau. Es liegen noch so viele Abenteuer. So, dann schauen wir mal, was wir da noch alles haben. Haben wir da jetzt schon ein bisschen Papier? Das ist das Papier, das wir brauchen? Da haben wir schon Papier, genau. Miles, der Meister-Butler, na, den brauchen wir gerade mal nicht. So. Du darfst hier raus, du bleibst, du darfst raus. Museum. Steigst du mal fix aus. Dann, du gehst zurück zu deinen Freunden. Du brollst ein bisschen rum da. Stärke präsentieren. So, Handelskammer, Zoo. Frachtschiff steht bereit. Rathaus, Abendmeisterei.
So, ihr drei geht mal bitte nach Cap Trelawney, nach Crown Falls. In der Zwischenzeit bauen wir uns hier eine Hafenmeisterei auf. Oh. Genau. Meisterei kommt. Das gute Teil setzen wir sie rein. An der Tür steht frischer Tee, wenn du möchtest. 20 Sekunden, okay. Hä? Jetzt sind aber alle drei drin. Perfekt, gut. Das passt. Dann brauchen wir dann Rathaus. Das können wir da gerne reinsetzen. Das heißt, wir machen das so. Das dahin. Dann haben wir hier wieder so embesianische Ornamente. Dann machen wir so ein bisschen Grünzeug rein. Ja, das sieht gut aus. So. Da können wir jetzt, was haben wir hier drinnen? Da, Podium und Kloster. Ja, warum nicht? Dann das Bedürfnismalus und das hier. Das heißt, weniger Trockenfleisch und weniger Wandteppiche. Das nehmen wir mal gerne. So, was haben wir jetzt noch für Items gekauft? Dann haben wir noch die hier. Die Weidenexpertin, Ziegenmilch. Wo sind unsere Ziegenfarmen? Eine Stickerei. Brauchen wir eine Handelskammer. Ist gar nicht so einfach, wo man was hinstellen soll, wenn man das... Das könnte sich aber ausgehen. Nein, tut's trotzdem nicht. Ja, tut's gleich, tut's es. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt müsste sich aber ausgehen. Da ist der Weg im Weg. Kriegen wir hin. Nimm dich. Dreh dich. Haben wir da gleich einmal einen neuen Weg. Sich mit der Handelskammer ausgehen. Die wollen mich doch verarschen, oder? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da bauen wir jetzt radikal um.
Zack. Den Wasserkanal. Ziehen wir da hin. Dahin. So. Genau. So. Das Teff-Feld nehmen wir. Alles nicht so einfach. Wo finde ich jetzt das Zeug? Lachs. Die Ziegel ist das. Teff, genau. Das jetzt so und so. Gleichzeitig gehen wir mit der Straße darauf, die wir ja eigentlich gar nicht brauchen, die Straße. Das können wir eigentlich so machen. So, jetzt kriegen wir da die Handelskammer rein. Genau. Der kriegt noch Felder. Nämlich das hier da. Gibt es kein Lager? Du hast gleich wieder Anschluss zum Lager. Handelskammer. Lager ausgebaut, Handelskammer. So, und jetzt kommt da die gute Weidenexpertin rein und produziert einmal ein bisschen mehr Ziegenmilch. Dann haben wir hier diese Teff-Farm. Teff-Farm nimmt doch mal alles, was sie hier kriegen kann. Geht dann hier einmal herum. Geht hier rauf. Wandert hier rüber. Und holt sich alles, was sie hier kriegen kann. Okay, wie viel braucht man da bitte? Die Teff-Farm holt sich das hier alles, genau. So, da sind wir fertig. Haben wir jetzt hier irgendwas für Teff? Mhm. Ja, was haben wir hier jetzt? Das heißt, wir haben hier aktuell mehr Produktivität mit diesen zwei Farmen, das ist schon einmal gut. So, und dann braucht man noch diese andere Geschichte. Und zwar Indigo Farm, Flachs Farm. Indigo ist dieses Zeug hier, oder? Genau. Weniger Arbeitskräfte. Und das für die Buchmalereien. Und das für den Indigo. Frage, die ich mir stelle, ist, würde eigentlich theoretisch ein
Feras da auch noch mitpushen? Das können wir dann mal alles ausladen. Die werden alle eingestampft. Das sind alles Museumsteile und Zooteile. Das Vollkühlschiff geht auf eine Reise und zwar Diplomatie. Diplomatie ist falsch. Wie schaut's aus mit das Gas geht zu Ende. Da habe ich mir fast gedacht, dass das bald passieren wird und wir sind schon ziemlich nah dem Ende. Hat gerade geliefert. Er hat wirklich gerade geliefert. Trotzdem ist nur mehr so wenig Gas da. Octopus wird auch umbenannt auf Gas Gorgone 2. Schicke ich auch auf die Route. Schwingt die Fahne der Freiheit. So, Gas Gorgone 2. Unbedingt mehr Gas. Fertige Schiffe, ja. Alles fertige Schiffe. Jetzt noch einmal schnell in die alte Welt nach King's Landing rüberdüsen. Während ich hier schnell das Museum befülle mit neuen Setteilen. Götter Delta. Ist das aufregend? Götter des Reichs. Gesunde Stimme und das hier. Ja, da hat sich schon wieder was getan. Eine Thomasina. Ich hätte gerne ein paar andere Items, aber ist egal. Ist nicht so tragisch. Genau, das kommt da rein. Dann haben wir ja noch was bei den Tieren, glaube ich. Pflanzen? Keine Pflanzen. Aber bei den Tieren, glaube ich, ist noch Platz. Genau. Passt. 86%. Ist ordentlich. Gut. Ist hier noch etwas zu beachten? Ich glaube, das kann man so lassen. Wir brauchen nämlich auch, genau, brauchen nämlich auch so Kleidung. Reicht uns eigentlich. So. Gleichgewicht wiederhergestellt. Gut. Müsste dann auch passen und dann klappt das auch. Wir sind bei 29 Minuten. Jetzt schauen wir nochmal schnell nach Embesa rüber. Da sollte das mit dem Salz sich langsam einpendeln. Bedürfnismalus haben wir auch gesetzt.
Da haben wir auch ein bisschen gepusht. Jetzt müssen wir irgendwie noch schauen, dass wir an diese Indigo kommen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie schauen, dass wir uns Indigo anbauen, weil ich glaube, wir können das Zeug nicht importieren. Wir können zwar den Bienenwachs importieren, aber kein Indigo. Nee, leider. Egal, das kriegen wir hin. Da ist irgendwo ein Schiff angekommen. Nehmen wir mal stark an, das ist in der alten Welt. Ja, das sind die vier Dampfer da in der alten Welt. Die bestücken wir jetzt noch mit den Items, die wir nicht brauchen. Gut. Was wir machen können, ist, wenn wir schon so viele Fährasse haben, drei Fährasse mit. So, die drei Fährasse schicken wir mal rauf. Nach Imbesa, nach Taborime. Haben wir jetzt nichts mehr, was wir noch einpacken können. Nur mehr die guten Sachen, die wir noch brauchen. Eventuell, das lassen wir so, das passt. Die schicken wir jetzt nochmal nach Cap Trelawney, nach Crown Falls. So, in der nächsten Folge werden dann die Schiffe soweit fertig sein und dann werden wir da diesen Platz hier besiedeln und zwar mit Indigo, damit wir dann auch den letzten Teil unserer Aufgabe erfüllen, nämlich die Chroniken zu bauen. Ja, ich lasse mir da absichtlich ein bisschen Zeit, denn ich finde das einfach besser, wenn man es überlegt macht. Was brauchen wir da eigentlich dazu? Genau, einen Bienenwachs. Baumwolle. Gut, das ist dann das nächste Projekt. Okay, also wie gesagt, ich gehe da lieber langsam an die Sache ran. Das heißt, jetzt haben wir dann einmal genug Papier. Dann kann uns das schon einmal nicht ausgehen. Dann haben wir noch Indigo. Und dann können wir die Bücher da auch produzieren. Und dann sollte das Ganze eigentlich keine Probleme mehr mit sich bringen. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.